Herzlich willkommen gleich zum nächsten Part. Gleich weitermachen, ich will jetzt hier mal Multiplayer irgendwann gleich mal zocken. Ich will auch noch das Showrennen fertig haben. So, wir fahren mal durch die Stadt. Jetzt sieht man das auch mal am Tag. Das sieht schon gut aus. Ulla, was hältst du grafisch von Forza, Daki? Ja, ist und bleibt gut. Alter Schwede, Mann, zum Bockstein hat mich gerade übelst blockiert, Mann. So Leute, jetzt werden wir mal natürlich ein Foto schießen. Und das wäre echt, doch, das probiere ich jetzt mal aus gleich. Oh, zurückgelegte Strecke 240 Kilometer. Möchten Sie den Schaden Ihres Autos wirklich zurücksetzen? Was ist der Scheiß? Klar. Also ich habe zum Beispiel kosmetischen Schaden ausgemacht, weil da kriegst du kein extra Geld für. Ja, heute sieht aber schön aus. Nee. War mein Auto nicht zerkratzt. Ich hab B gedrückt, Mann! Das sieht doch gut aus. Sie sind dabei, eine große Fotodatei zu Forza Motorsport Netz hochzuladen. Hey, die haben die Server schneller gemacht. Ich glaube, da muss ich nicht aufnehmen. So, ich weiter geht's. Weiter geht's. Mal langsamer. Ich glaub's nicht. Also die mit den bei den Servern lade ich immer, ach fuck, immer nur noch mit 50 kb runter. Ein Rennen. Wenn Sie auf Platz 1 landen, dürfen Sie das Auto behalten. Ein Rennen gegen einen Heißluftballon? Hast du was geraucht, Mädel oder sowas? Es ist ja schon krass mit dem Flugzeug, ja, aber. Junge, Heißluftballon ist doch easy langsam, ey. Ja, und der fährt aber direkt ins Ziel. Okay. Ja, der ist ja schon vorgeflogen. Wie unfair ist das denn? Aber das sollte man schaffen. Das soll ja wahrscheinlich so sein vom Spiel. Oh, bei Forza 4 kenne ich alle Straßen schon. Hier nicht. Strecken. Kyoto will sich das auch kaufen, das Spiel. Hätte hier eine Version rumliegen, würde ich ihm sogar für ihn verdammt kostenfrei zuschicken. Wenn er mir das Geld dafür gibt. 70 Euro. Wie viel? 70. Das kannst du mehr, ist ja limited, was du dir geholt hast. Nein, bei Dings habe ich mir nur die normale. Achso, okay.
Oh, der Ballon ist leider. Der cheatet, Mann. Das schafft man nicht. Leck mich. Leute, er ist schon durchgeflogen. Ich hab gewonnen. In Rage. Was denn? Ich schaff die 241 nicht. Ne. Weil die genau, weil der Schaltblitzer genau in deiner Kurve ist. Kurve kann ich nun mal nicht nehmen wie so ein. Neues Fahrzeug gewonnen. Audi Quattro. Nein, möchte ich nicht. Nein, möchte ich auch nicht. Ich hab gewonnen, Ducky. Ja, Wahnsinn. Ist ja nicht anders zu erwarten von mir, oder? So awesome, cool, wie ich bin. Geh jetzt mal ein paar Schäder jagen hier. Ja, jag sie mal. Eine Autotür. Oh Gott sei Dank, jetzt hab ich's. Ah, oh, mit 263. Jetzt war ich auch noch mit 20 km zu schnell. Oh. Langsamer als Dark Basic. Verstehe ich nicht. Kurz mal umdrehen. Und zwar nicht gerade wenig, oder? Doch, doch. 30 km/h. Ja, 30. Geht schon. Das kriegst du nicht. User joined your channel. Pass auf. Da wäre zum Beispiel interessant, dass dahinter steht, mit welchem Auto? User joined your channel. Ach, Marcel. Ja. Könnte er ja auch mal was sagen. Ja, Ducky, ich hab dich geplättet, ne? Ich würde sagen. Blamage, Blamage. Sehr ruhig. Oh. Boah, Alter, ich fahr grad hier mit anderen schnellen Autos, ne? Das ist ja awesome, wenn du mit denen hier langbretterst. Fahr mal hier rein, das war cool. Fahr grad auf dem Firmengelände. Ah, er kriegt die Kurven, wenn man nicht. Da ist ein Schild. Wo ist es hin? Ah, da. Nein, 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 nein. Ich fahr mal ein bisschen auf der Autobahn rum, ne? Alles mach ich. Ah, 1000 Punkte haben noch gefehlt. Das wird spaßig, auf jeden Fall mal unter die Rang 1000 zu kommen bei den Blitzern. Hast du definitiv lange zu tun für. Ja, ich muss die Kameraeffekte definitiv ausmachen. Wo hast du das gemacht? Da hat mein Profil. Schon. Dann Video. Video? Video, natürlich, ist das nee. Video. Hat, meinst du? Kamerabewegungseffekt und tschüss. Hat meine Real Life Uni. Ja.
Okay, ich weiß, wo der Fehler da bei mir liegt, dass ich die Standpunkte nicht gebacken kriege. Na? Man hatte Traktionskontrolle an. Halt auch an, und? Aber mit Traktionskontrolle driften, ne? Der hört ja sofort auf. Schaltest du selber? Du? Was? Schaltest du selber? Nein. Ja, siehst du, such den Fehler. Ich schalte dich nicht selber, bin ich denn wahnsinnig? Nein! Wir fahren mal ein bisschen Autobahn. Also es geht nur bis Stufe 5 mit den... Oh, lol, Lambo Aventador hat einen ganzen Truck weggeschoben. Ist klar. Wieso stehen hier so viele Autos rum? Was zur Hölle? Blöder LKW. Gerade eine Horizon-Geschwindigkeitszone entdeckt. Die gibt es überall in Colorado. Jetzt habe ich die erste Dings gerade gefunden. Nur, dass ihre Durchschnittsgeschwindigkeit vom Start bis zum Ziel gemessen wird. Klasse! Die Geschwindigkeitszone haben sie super geschafft. Das Auto lässt sich ganz anders fahren, wenn du Rand ganz schnell heizt, ne? Ist das mal aufgefallen? Leute, kann man da hinten durch den Canyon fahren? Ne, leider nicht, schade. Das wäre ja awesome gewesen. Links und rechts. Ups, jetzt bin ich von der Autobahn runter. Hey, wie ich höre, wurde in einer Scheune irgendwo in Colorado ein Autoklassiker gefunden. Wer ihn findet, darf ihn behalten. Versuchen Sie zuerst da zu sein. Leute, es wurde was von der Scheune gefunden. Da ist ein Kreis. Da, wo ein Kreis ist, ist ein Auto, ne? Ja, das ist der Find-mich-Kreis. Aber muss ich ja nicht mal richtig in der Nähe sein, ne? Ne, ne, das hat damit nichts zu tun. Wird ja dann nur übers Radio gesagt, hier. Da ist was. Okay. Dann hast du halt... Also da wäre zum Beispiel ein Counter noch sinnvoll gewesen. Wegen hast du und so viel Zeit. Blöder Wichser, Mann. Kauf dir einen Blinker. Oh. Ja, ohne ABS fahren ist scheiße. Ne? Aber okay. Warte mal. Werbung. Also ich muss die Standding auf jeden Fall ohne ABS machen. Geht's nicht. Also ABS auch aus, ne? Lol, die Tussi hat gerade gesagt, dass da was im irgendwo ist. In Kuba. Ich habe eben drei Typen gleichzeitig gekriegt. Weil ich da gleichzeitig mit den Dingern fertig war. Wie sieht denn das aus, so eine Scheune? Ah ja, sieht aus wie eine Scheune bestimmt, aber. Ja, ja, die ist. Du hast. Ach, doch da hinten. Steht einfach so rum. Da ist nichts. Auf dem Feld steht auf einmal eine Scheune rum. Nein, da ist. Das ist doch unten der bei dem. Horizon Außenposten Montano Plains. Ja. Und dann etwas südlicher auf der weißen Straße. Rassist, Mann. Also ist auf einmal nicht auf einer Offroad-Straße zu finden, sondern langsam an der hier oberhalb von dem Recaro Rush Rennen. Da in der Gegend ist das. Okay.
Ah, hier. Ich glaube, ja, ich hab's gefunden. Ah, ne, ist eine Offroad-Strecke, die ich gefunden habe. Stopp! War doch auf einer kleinen Offroad-Strecke, oder? Da ist keine Offroad-Strecke. Also, das ist über die normale Straße zu finden. Oh. Du brauchst nicht über eine Offroad-Strecke fahren. Ja, ich dachte, ich hab was gefunden. Weil da waren Baumstämme und jetzt aus, als ob man da rüberfahren konnte, weil da eine Downerscheune war. Ja, gefunden. Apropos, jetzt wollte ich ja mal drei Nachrichten. Blitzer-Herausforderung, Blitzer. Blitzer. Hier über ein ganz besonderes Auto gestolpert. Aha. Es braucht nur etwas Pflege, die ich nicht bekomme. So, hier Sponsoren. Ich habe auch einen Sponsor schon fertig. Ein Hemi Cuda von 1971. Oder? Da ist ein 426. Da habe ich eben. Haube mit 431. Nee, Leute, geht weiter. G-Shock Level 5. Wo du ran? Warte mal. Immer mit deiner Scheißaufnahme. Danke. Muss da nicht immer die Fresse halten. Mann, wenn der aber labert, Mann. Ja, das interessiert aber den YouTuber nicht. Na klar, der hat doch was über das Auto erzählt. Gott, dann stell der scheiß Spiel lauter. Hat er, hab ich doch schon laut, Mann. Hey, geheimnisvoller Fremder. Ich habe Sie lange nicht mehr bei einer Festivalveranstaltung gesehen. Amüsieren Sie sich lieber woanders? Ich wollte. Hä? Bist du behindert, Mädel? Lass mich mal in Ruhe. Ich hab sie schon lange nicht mehr bei einer Horizon Festival Aktion gesehen. Ja, amüsiert dich. Die alle halbe Stunde, wenn du nur rumfährst. Ja und? Boah. So eine Pissbank hat mich übelst aufgehalten. Ich hab einen Aventador, der im Gelände feiert. Ganz gut. Was speichert denn der zwischendurch ständig ab, ey? Damit, falls dann mal das Spiel hängen bleibt. Sind nicht alles. Ihr müsst schon selber für Ordnung sorgen. Und damit meine ich verloren ist. Nicht ganz gut. Hier ist Holly. Ich bringe euch die weil wo ich... Ey, irgendwer nervt da gerade. Dollars wahrscheinlich. Ach, der ist gerade im Lidl und hat fotografiert, was da alles Leckeres steht. Ah. Oder ist das... Ja Leute, ihr müsst euch vorstellen, nee, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer posten, was wir gerade essen und sowas. Hier ist nicht Lidl. Von mir, die ich nicht kenne. Oh, ist das schön hier rumzufahren. Dieser Herbstlook ist auch super. Geht mir auf den Keks. Oh Leute, der hat einen Lambo, die, nee, was hat denn? Ja. Yeah. Werwolf Hadero. Hadero. Hard. Ja, egal, leck mich am Arsch, Alter. Okay, Leute, wir werden jetzt mal im Multiplayer ausprobieren. Ducky? Was wollen wir ausprobieren? Multiplayer. Nein, mach mal nochmal irgendwas. Ich will hier wenigstens noch den Scheunenfund machen. Dritten. Okay Leute, dann bis zum nächsten Part von Forza Horizon im Multiplayer denn. Ciao, ciao!